Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17. Mein Name heißt Garderoll, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, da muss ich noch drauf eingehen, denn ja, ich hatte ja gesagt, wir machen Sonnenblumen und wir machen oben, auf dem Feld oben machen wir Mais. Und dazu sei gesagt, dafür brauchten wir natürlich noch eine neue Sämaschine, die habe ich hier erworben. Und die werden wir wahrscheinlich auch nochmal in Action sehen, aber ich dachte, damit es jetzt ein bisschen zügiger weitergeht, kaufe die einfach zwischen den Folgen und mache das hier schon mal fertig. Jetzt lassen wir auch die Zeit vorlaufen, damit ihr das auch mal miterlebt. Denn ich habe mir was überlegt, dass wir einfach mal jetzt einfach mal zwischen die Zeit, damit ihr auch ein Gefühl für die Zeit bekommt, zwischen der Zeit mitlaufen lassen. Und ja, den Vorbereitungszyklus und den Maschinenwechsel und so, dass ihr das auch mal so ein bisschen mitbekommt. Haben wir so zwei Sämaschinen. Ich würde auch die... Also drei Maschinen haben wir eigentlich. Die alte Sämaschine können wir eigentlich mal verkaufen, oder? So. Und dann sehen wir nämlich auch gleich wieder, was wir von den Tieren bekommen. Eine Sekunde mal. Da gucken wir mal kurz rein. Cool, wir kriegen sogar für den meisten Sonderpreis. Jetzt, wo wir eine angebaut haben. Nur für die Sonnenblumen nicht. So. Also die Schweine haben sich schon auf 18 vermehrt. Die Kühe sind immer noch bei 6. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal Tiere nachlegen. 164 Tiere, das ist ein bisschen lang. Wir müssen aber mit dem Trecker noch zurück. Und da ist jetzt der Punkt, wo ich gleich drauf kommen wollte. Das zeige ich euch gleich. Achso, ich habe ja auch die Zeitgeschwindigkeitssteuerung habe ich auch schon auf meinem Pad. So, hier stehen unsere Maschinen. Da hinten habe ich übrigens das nochmal, während ihr nicht da wart, habe ich auch ein bisschen experimentiert mit dem Schneidwerkswagen, hab das auch hinbekommen, auf Anhieb sogar. Und das als Garderoll. Ja, das ist ja offscreen gemacht, das kann man ja gar nicht glauben. Mhm. So. Jetzt fahren wir mal eben einmal die Maschine hier weg. Wie sich das gehört, wie es auch auf unseren Servern passiert. Da wurde jetzt gefragt, wie funktioniert das mit der Bewerbung? Ja, es ist ein Link in der Beschreibung, also es haben mehrere Kommentare geschrieben, ich verstehe das nicht, wie das mit der Bewerbung funktioniert und warum und alles. Warum habe ich in der letzten Folge ausführlich erklärt, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, aber jetzt funktioniert es, ihr ruft den Link auf und dann seht ihr da mehrere Forenbeiträge, die ihr beachten müsst, also für welche Server, für was ihr euch bewerbt. Nehmt ihr einfach die, meldet euch im Forum an, nehmt die Bewerbungsvorlage und basierend auf dieser Vorlage schreibt ihr eure Bewerbung und dann werdet ihr in die Community aufgenommen oder eben nicht. So funktioniert das. So, hier können wir mal gucken, also das ist offenkundig nicht der richtige Schneidwerkswagen dafür. Aber wir haben jetzt immerhin einen. Und wir werden ihn auch eh jetzt erstmal nicht brauchen, weil wir ja mit... Ja, wie heißt es? Wir werden jetzt erstmal... So, da oben, Betriebskosten. 3000 durch Milch, 70 Kreditzinsen, 4000 Betriebskosten Fahrzeuge, 87 Tierhaltungskosten. Also, die Tiere kosten auch Geld. Die produzieren nicht nur. Ja, und da kommen wir jetzt zum Stichwort. Erstmal fahren wir den hier wieder in die Ecke rein. Denn den brauchen wir ja nicht mehr erstmal gerade. Denn ich habe was getan. Damit rechnet kein Garderoll-Fan da draußen, was ich getan habe. Ich habe etwas getan, ja. Es ist schon fast kaum unglaublich, was ich getan habe. Aber ich zeige es euch mal. Und zwar war ich hier bei den Schafen. Also den nicht vorhanden. Und ich habe überlegt, wir machen das jetzt mal eben fertig, werden wir eh warten. Und bin mir noch nicht so ganz schlüssig, ob wir jetzt auch noch extra einen Trecker hinstellen oder ob wir das einfach mit so einem Kompaktlader machen. Ich frage mich nur, wie wir das Wasser dann hinkriegen. Da müssen wir vielleicht mal separat fahren. Erstmal müssen wir wieder auch runter zum Kuhstall. Das heißt, die würde ich euch gerne mitnehmen. Und habe ich überlegt, wir machen Folgendes. Wir machen hier einfach mal eine kleine Hütte hin, wo wir das Stroh reinkippen. Und da würde ja so ein kleiner Unterstand eigentlich reichen. Gegenüber so einem großen, den kriegen wir wahrscheinlich eh nicht platziert. Einfach nur, um da das Zeug mal reinzukippen. Möglicherweise reicht das. So, dass wir dann einfach schön hier mit dem Kompaktlader das dann dahin, da wegschaufeln können. Vielleicht ist es auch eine blöde Idee. Wir schauen einfach mal.
Also Gras habe ich in der Zwischenzeit halt auch noch geholt. So, und auch hier werden wir wieder dieses komische Haufenverhalten haben. Also, dass der Haufen, der da rauskommt, viel größer ist, als man meinen sollte. Ein Phänomen, das man sonst nur bei Säuglingen kennt. So. Das war's auch schon. Und würde ich sagen, jetzt geht's auf in die Stadt. Natürlich in der Ego-Perspektive. So. Sehr schön, wie stabil der Sound ist. Genau. Also, die Schaffarm hier oben auch sehr schön gelegen. Also von all den drei Gebäuden gefällt mir die Schaffarm am besten, weil, also, der Schweinestall ist auch sehr cool. Obwohl, nee, der Schweinestall gefällt mir am besten. Dann auf Platz 2 hier oben die Schaffarm und völlig lieblos dieses Mal der Kuhstall. Verstehe ich auch nicht, warum der so aus der Reihe fällt, ehrlich gesagt. Aber das ist halt persönlicher Geschmack. Da müssen wir jetzt mal gucken. So, hier gehen wir mal auf Wachstum. So, da sehen wir es nämlich. Da müssen wir noch ein bisschen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, dass wir mit den nächsten Einkünften dann auf jeden Fall uns dann einen schnellen Trecker holen hier für solche Überfahrten. Wenn ich abfahre und so, bietet sich das an, dass ich dann auf einem schnellen Trecker unterwegs bin. Und die anderen reichen ja auf jeden Fall aus, um so Maschinen zu ziehen. Gibt es also einen neuen Cheftrecker und natürlich wird es der JCB. Aber natürlich will ich ganz am Ende auch selbst den dicken Fan fahren. Das ist ja auch so das Bonbon, was ich vor mir herschiebe. Was ich bei diesen Maps übrigens nach wie vor nicht so schön finde, ist, dass dann immer diese ganzen Sachen so dezentral sind. Mir ist noch nicht ganz klar, welche Art von Sinn das geben soll. Wahrscheinlich, damit man sich mehr mit der Map auseinandersetzt, dass man überall mal langkommt. Okay. Würde ich sogar gelten lassen. Ja, und dann werden wir unseren neuen Drescher einweihen. Wir werden also damit mal ein paar Runden drehen, auf jeden Fall. Um auch das Geld für den Helfer zu sparen. Ich hab's gesehen, wie teuer die sind. Und wenn wir dann die Schafe einquartiert haben und das läuft alles hier, also jetzt geht's langsam wirklich voran, wir haben überall immer was zu tun. Das nächste müssen wir halt Schafe kaufen und einmal das Wasserfass da oben hin verräumen, dass wir auch Wasser haben für die Tiere. Wo ich immer noch nicht sicher bin, ob es noch irgendwo anders eine Wasserquelle gibt. Also es haben auch einige andere Leute in den Kommentaren geschrieben, Gardero, bin ich blöd oder gibt es wirklich nur diese eine Wasserquelle? Wenn ja, wie viele? Oder wenn ja, warum? Ja, ich kann diese Frage ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Oh nein, jetzt fängt es an zu schneien. Zu hageln. Können wir gar nicht ernten. Regnet es uns in die Ernte rein. Was ist denn da los? Ja, da müssen wir aber nochmal... wie machen wir das denn? Oh, ich habe vergessen zu blinken. Ich werde getötet. Sind eh noch nicht reif. Hab Glück gehabt. Oh, richtige Schneestürme hier. Sogar in der Kabine. So heftig schneit es hier. Das kann ja in der Geschwindigkeit liegen. Also hier auf jeden Fall meine ich diese großen Dinger, die auf mich zugeflogen kommen. Sind da sehr arg. Ach, was wäre das schön, wenn es mal wieder richtig Winter gäbe. Das wäre was Feines, oder? Also ich mag das. So, davon ist das Raps-Nachfrage. Ja, hätten wir mal besser. Da ist das Wasserfass, was wir eigentlich haben wollen. Jetzt müssen wir hier mal eben auch nach den Tieren gucken. Die sind ja auch nicht glücklich. So, da wären wir jetzt schon erntereif, aber bei Hagel kommen wir nie an. So, dann fahren wir mal den hier neben die Hütte. Kühe, die blöken auch schon wie bekloppt. Die haben natürlich gemerkt, dass deren Futtertrog langsam leer geht und der Chef irgendwo anders rumturnt und sich um andere Tiere kümmert und haben jetzt Angst, dass sie nichts mehr zu fressen kriegen. Aber so einer bin ich ja nicht. Und trotzdem müssen wir jetzt mal eben hier einmal nochmal die Tröge sauber machen. Gucken, dass es den Tieren auch gut geht. So.
So. Ansonsten fehlte denen ja nicht so viel. Wenn wir mal gucken. Also Sauberkeit ist das Problem. Da müssen wir nochmal ein bisschen Stroh nachkippen. Das können wir auch mal eben machen. Also so bleibt man dran. Jetzt sind wir noch gar nicht dazu gekommen, ne, was wir eigentlich machen wollten. Also einen Transporter an den Start bringen und mal ein paar Schweinchen holen. Ein paar Schafe holen. Guck mal, die haben auch wieder rumgesaut hier. Ich habe mich auch gefragt, warum machst du das? Warum nimmst du da den Trecker darunter? Ihr seht, dass ich mit diesem Trecker alles jetzt mache, was man hier mit den Kühen machen kann. Oder was man für die Kühe machen sollte. Und genau so war das meine Absicht. Ich habe den Maschinenpark dann hier... So, Moment, stopp. Ich habe den Maschinenpark dann hier und kann dann quasi alle Tätigkeiten, die damit zu erledigen sind, dann hier mit einem Trecker vor Ort machen und muss dann nicht immer mit einem Trecker erst hier hinfahren und solche Sachen. Das ist so meine Überlegung dabei gewesen. Vielleicht hilft denen, dass die mir die Frage gestellt haben, warum tust du das? Die haben aber rumgesaut hier. Da stehen sie und geben Milch. Und das wird ja immer mehr werden, also wenn die sie auch vermehrt haben. Aber so einen kleinen Kompaktlader werden wir trotzdem noch brauchen. Und die Frage ist jetzt, wie viele Schafe? Wir brauchen da oben ja ohnehin dann irgendwas, wo wir dann auch die Schafspaletten dann irgendwo hin verräumen. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Anhänger dafür. Eieieiei. Also hier geht es auf jeden Fall rund. So, dann kippen wir das nochmal mit da rein. So. Und dann habe ich versprochen, dass wir hier den neuen Drescher ausprobieren. Da halte ich mich natürlich dran. Das ist nur eben meine Steuerung. Gucken, ob ich das hier auch alles mitmachen kann. So. Nein. Abkoppeln. Und da ist er, unser Massey Ferguson. In Fachkreisen auch Massey Ferguson genannt. Und dann wollen wir mal gucken, wie der sich anfühlt. In dem Fall jetzt hier mit dem Maisgebiss. Ich dachte, ich hätte das in der anderen Halle stehen. Deswegen bin ich jetzt gerade einmal zu weit gefahren. Und es ist auch ein super Gefühl, ne? Wenn man so einen neuen Drescher hat und dann... Ach, da freue ich mich immer drauf, wenn sowas ist. Heieiei, ist das schön. So. Auf zur Maisernte. Bin mal gespannt, wie viel da dann rauspurzelt. Wir sind ja uns noch gar nicht sicher, was hier wie viel bringt. Jetzt mal hier den Drescher aufklappen. Und hier auch das Schneidwerk. So. Dann habe ich hier auf meinem Tablet noch wunderbare Funktionen, unter anderem die hier. Das bringt mir jetzt aber nicht so viel, weil es falsch ist. Da müssen wir trotzdem mal von Hand nacharbeiten. Und zwar müssen wir... Ach, jetzt kann ich das nicht sehen hier. 90 Grad drehen, sehr gut. So, dann drücke ich hier einmal auf GPS Auto. Dann habe ich hier so Pfeile auf meinem Tablet, ihr hört das vielleicht. Wo ich dann auch nochmal, ohne dass ich irgendwelche Tastenkombinationen mache, hier bequem aus meinem Joystick das einstellen kann. Und dann kann es auch schon losgehen. Dachte ich zumindest. Was ist denn jetzt wieder falsch? So. Jetzt aber. Da startet sie, unsere Maisernte, mit unserem neuen Drescher, dem Massey Ferguson 7347S. Und vorne dran das Maisgebiss, damit wir aus dem Mais leckere Körner für die Schweine bekommen.
Ja, da sind schon, ist schon toll, ne? Mit neuen Maschinen und so. Jetzt haben wir, müssen wir gucken, wir haben einen größeren Tank. Und trotzdem, ihr seht, ihr geht relativ schnell voll, die ganze Geschichte hier. Das kann man schon gelten lassen. Als Maschinen-Upgrade. Würde ich sagen. So, bei den Wendemanövern sollte ich natürlich dann noch ausmachen und hochmachen und so, weil sonst wird er wieder mit mir geschimpft. So, gucken wir uns mal das Cockpit an. Also hier Beifahrersitz, ne, für den Kartoffelheini. Und dann haben wir hier eine Handbuch lesen, ganz wichtig, ne, also immer Handbuch lesen. Genau, hier, da habe ich mein Panel auch. Genau so sieht es bei mir aus. Da ist mein Panel, da kann ich jetzt alles einstellen. Kann ich zum Beispiel jetzt hier, das habe ich noch gar nicht getestet, Moment, ich habe hier auch eine Taste belegt für Rohr rausfahren, Moment, ne. Funktioniert. So, was habe ich denn noch hier? Zeitfunktion funktioniert auch. Sehr gut. Letztes Geklacker für euch so ein bisschen nervend. Das bitte ich dann vielmal zu entschuldigen. So, hier hinten kommt das Gehäckselte raus. Ist eigentlich schon eine Art von Dünger. Ich meine, man kann, also ich bin jetzt nicht der Diplom-Agrartechniker, aber ich meine, selbst das könnte man, wenn gehäckselt, also wenn das Gehäckselte rausfliegt, unterflügen, um dann ein schönes erstes Kompostierungsdüngungsstufe zu haben, aber ich könnte mich da auch schwer irren. Also so würde ich es vom Empfinden her für richtig halten, dass man das untergrubbert oder unterflügt und dass es dann anfängt, qua Verwesungsprozess sozusagen neuen Content zu producen. So, gucken wir mal, was machen die Kühe. Die Schweine müssen auch wieder sauber machen. Dann würde ich sagen, wir setzen jetzt hier den normalen Helfer drauf und lassen den mal weiter ernten. Denn, ja, wir haben die Maschine eingearbeitet, jetzt kann der Helfer Gas geben und wir machen mal eben schnell die Schweine sauber. Also ihr seht schon, hier ist immer was zu tun. Und den meisten, den wir da unten ernten, weil die armen Schweine hier bald nichts mehr zu fressen haben, den schmeißen die einfach aus dem Trog raus. Völlig achtlos. Das ist eine Frechheit. So. Wir haben gerade so viel zu tun. Jetzt sehen wir uns in der nächsten Folge direkt an dieser Stelle wieder. Also nicht dann, Playtest ist ja nicht gezwungenermaßen, dass es zwischen den Folgen Pausen geben muss. Oh, und da laufen die Schnitzel. Da hat sich sehr erschreckt und ist weggelaufen. Guck mal. Das ist ja lustig. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall wieder einen Trecker zum Abfahren. Das ist eigentlich der Abfahrträger, ne? Nehmen wir mal den. Oh, ich bin erschrocken. Das war die Flagge. Was ist da denn los? Können wir den schon mal wieder startklar machen? Ja, und jetzt fehlt halt so eine Mod wie Load-Status. Das muss man ganz klar sagen. Das tut einem schon weh. Ihr konntet übrigens selbst über die Musik abstimmen. Ich glaube, ich werde da nochmal eine neue Musikabstimmung machen. Gab es eine Umfrage im American Truck Simulator, da konntet ihr selber abstimmen. Ich glaube, ich werde nochmal eine neue Umfrage machen, nur für die Musik, die ihr in der 17 hören wollt. Da könnt ihr aus 2,5 Millionen frei verfügbaren Titeln oder so wählen. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Ich glaube, beim letzten Mal ist es schon ganz gut gelaufen. Hat der Yankee das irgendwann gepasst und dann konnten wir die runterladen. Habt ihr hier einen Ordner reingeschmissen und ihr hattet die Musik, die ihr hören wolltet. Das war schon was, das fand ich cool. Tja, nach drei Bahnen müssen wir schon zum ersten Mal abtanken. Was ich ja cool fände,
fände. Das heißt nicht, dass es so ist oder dass ich glaube, dass es so ist. Aber ich würde es cool fänden. Cool fänden finden. Wenn die Menge des Getreides, das hier hinten rauspurzelt, wenn die zu dem übereinstimmt, was hier der Drescher effektiver wird. Denn ihr wisst es vielleicht, wenn sie einen neuen Drescher kauft, dann werben die immer damit. Hier, unsere Maschinen sind noch besser, noch geiler, noch schöner. Kauft unseren Drescher, weil die Effizienz ist cooler. Moment, mit dem Trecker können wir es, glaube ich, nicht machen. Ich wollte gerade hinter die Seemaschine diesen Trecker packen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Glaube ich nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Also, dass es im Spiel ist. In der Realität glaube ich das. Also, wenn ich mir angucke, ich habe so ein Video gesehen von Klaas, wo die ihre Firmengeschichte so ein bisschen aufarbeiten. Da war das schon ganz cool zu sehen, wie auch dann die Weiterentwicklung war und warum sie sich für diese oder jene Entwicklung entschieden haben. Sehr, sehr cool anzuschauen. Und eigentlich glaube ich jetzt, wir können sogar mit der Seemaschine jetzt schon hinterher, weil der Drescher eine höhere Breite als die Seemaschine ist, müsste eigentlich klappen. Das und mehr sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Abo da, ist kostenlos und ein Kommentar würde ich mich sehr freuen, denn die lese ich alle. Ansonsten empfehlt die Videos allen euren Freunden. Ihr wisst ja, aus dem vermeintlichen Nachteil zu Anfang würde ich gerne einen Vorteil machen. Ladet eure Freunde ein, mit uns gemeinsam hier Landwirtschaftssimulator zu feiern, wo wir gerade davon reden. Ihr könnt euch für unseren Server bewerben, garda.link/join oder euren eigenen Server erwerben. Link ist in der Beschreibung, kann ich euch wärmstens empfehlen, den Anbieter. Und ja, was pflanzen wir hier an? Das sieht ja schon wieder sehr nach Sojabohnen aus, ne? Oder Raps. Guck mal, auch nochmal Sojabohnen. Gut, also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss und bis bald.